Grüße euch, guten Abend. Ich habe gerade Philipp Esch gesagt und ich sage es laut. Es ist nicht so einfach, Philipp heute Abend einzuführen. Aber ich starte ganz einfach mit den Fakten. Philipp Esch hat von 1986 bis 1992 an der ETH Zürich studiert. Ich glaube, sicherlich wichtig ist sein Praktikumsjahr in Amsterdam bei Hermann Herzberger und ein weiteres Semester am SEPT in Ahmedabad. Nach dem Studium hat er von 94 bis 97 bei Morgan Bigelow in Basel und dann später bei HPP, ich kenne die Namen jetzt nicht ganz, aber HPP in Berlin gearbeitet. Das war bis 97 bis 2002 war er Assistent bei Meinrad Morge und bei Martin Bösch an der ETH und an der EPFL. 2002 bis 2004 war er Redaktor beim Werk Bauen und Wohnen und hat da schon eine Feder spitzen können, die er schon vorher spitz hatte. Aber ich glaube, das war sicherlich eine sehr wichtige Zeit, um das Schreiben über Architektur zu lernen und dann auch zu perfektionieren. 1999 hat er gemeinsam mit Detlef Schulz ein erstes Büro gegründet, erste Projekte ausgeführt, um dann 2008 mit Stefan Sinzel das Büro Esch-Sinzel Architekten zu gründen. 2008 war er auch zwei Semester hier bei uns an der HSLU, im zweiten Jahr als Lehrbeauftragter und ist ab 2018 unterrichtet er in Winterthur. Okay, das waren die Fakten. Uns verbinden 33 Jahre. Der 20. Oktober 1986 war der erste Tag Studium an der ETH und wir saßen ungefähr in genau der Distanz voneinander entfernt. Zwischen uns saß ein weiterer, heute guter Freund, der inzwischen in Wien lebt und arbeitet. Aber eben dieser 20.10.86 war, glaube ich, für uns ein prägender Tag. Wir haben in diesen 33 Jahren Nächte durchgearbeitet, Nächte durchgefeiert, zusammen gewohnt in Wohngemeinschaften, wieder auseinandergegangen und vor 10 Jahren, ein bisschen mehr als 10 Jahren, in dasselbe Haus gezogen auf Philipps Initiative. Er hat eine Wohnung gesucht, ich eigentlich nicht, aber... Er meinte, einen Grundriss erkannt zu haben auf Homegate, der von Payard ist, Claude Payard, ist euch allen nur ein Begriff, und das sei eine einzigartige Möglichkeit, dieses Haus zu besichtigen. Und ich weiß noch genau, ich war im Büro und das war ein grauer Tag, es war Herbst. Es hat genieselt und ich wollte wirklich nicht. Und er hat darauf bestanden, ich habe mich auf die Vespa gesetzt und bin dann da hochgefahren. Und wir haben die Wohnung angeschaut, für ihn und seine Familie war sie zu klein und für mich hat sie gepasst, wie ein Handschuh. Und es war natürlich auch ein großes Glück, ich hatte gerade den Vertrag hier unterschrieben und konnte sie mir leisten. Es passieren viele Sachen müssen zusammenkommen, aber was dann geschehen ist, wir waren dann ein bisschen traurig, dass eigentlich Philipp keine Wohnung gefunden hatte für sich und die Familie. Und dann haben wir diesen Verwalter, der die Wohnung verzeiht meinen Ausdruck, aber der fand die echt scheiße. Der hat nicht verstehen können, warum man dort leben möchte. Dann haben wir gefragt, ob es nicht zufällig noch eine andere Wohnung in diesem Haus hat. Das ist ein Haus mit 6, 7 Wohnungen. Damals waren es ein bisschen weniger. Und dann sagt er, ja, es sei gerade
Wer war ausgezogen? Kotut. Kotut. Innenarchitekt, Möbeldesigner. Kotut war gerade ausgezogen. Und die Wohnung sei noch nicht auf dem Markt. Und dann haben wir gedacht, okay, wir gehen sie anschauen. Und schlussendlich, um die Geschichte kurz zu machen, sind wir beide gleichzeitig in dieses Haus gezogen und wohnen Luftlinie, Fuß zu Kopf, 3 Meter voneinander entfernt. Es ist aber auch so, dass wir uns über Wochen nicht sehen und dann wieder mehr. Häufig an anderen Orten als tatsächlich zu Hause. Philipp ist ein wahrer, in meinem Verständnis, ein wahrer Intellektueller, ein extrem präziser, scharfer Kritiker und ein absolut begnadeter Architekt. Philipp ist jemand, der lesen und schreiben kann. Und ich betone das großgeschrieben, lesen und schreiben. Er liest ein Buch in einer Nacht, kann ich nicht, und schreibt ausgezeichnete Artikel und Texte über Architektur. Und ich bin sehr stolz und sehr glücklich, dass er heute Abend hier ist und uns von seiner Arbeit mit Stefan Sinzel und seinem Büro berichtet. Und irgendwie schließt sich immer wieder ein Kreis und heute Abend ist so ein Kreis, der sich schließt. Danke, Philipp. Danke. Danke, Johannes. Du hast die Latte hochgelegt. Also ich weiß nicht, ob ich diesem, all diesen Vorschusslorbeeren gerecht werden kann. Ich bin sehr gerührt über deine Worte. Ich habe mich sehr gefreut über die Einladung zu diesem Vortrag und hatte mir dann lange überlegt, wie ich das ganz toll strukturieren möchte, diesen Vortrag. Er ist jetzt nicht mehr so ganz strukturiert, weil allmählich dann so auch so die Lust am Zeigen von gewissen Projekten in die Struktur reingefahren ist und ich hoffe, ihr seht mir das nach. Ich werde zuerst ein paar Gedanken über unsere Arbeit, unsere Überzeugung, Haltung formulieren und nachher über 2 gebaute Projekte reden. Ich beschränke mich auf diese beiden Projekte und dann noch so ein bisschen schlaglichtartig über 4 Projekte reden, die in Planung sind von uns. Aber ich möchte da eigentlich mehr über die Methode reden, als so die ins Detail schildern. Ich beginne mit diesem Bild. Das ist eines meiner Lieblingsbilder, vielleicht mein Lieblingsbild. Ich weiß nicht, kennt ihr den Ort? Es ist das Peristil vom Diokletianspalast in Split in Dalmatien. Der Kaiser Diokletian ließ sich einen riesigen Palast bauen, der später zum Kern der Stadt Split geworden ist, der eigentlich eine ganze Stadt aufgenommen hat. Das Bild ist von Aldo van Eyck, wichtiger Architekturtheoretiker, Städtebautheoretiker, Architekt, der in den 60er Jahren dieses Bild aufgenommen hat. Was sieht man darauf? Man sieht einen Raum, von dem man nicht ganz im Klaren ist. Ist es ein Innenraum oder ein Außenraum? Der Tympanon von dem hinten, der deutet eigentlich ein Dach an. Es ist aber nie ein Dach darauf gewesen. Es ist ein gemeinschaftlicher Ort, es ist ein Platz, so wie wir ihn, so etwas würden wir gerne bauen, so einen Ort. Es ist ein Ort, den man ansieht, man spürt die mächtige, kräftige, die harte Struktur, die diesen Ort definiert. Man sieht aber auch die ganze Aneignung, die ganze die Spuren der Zweckentfremdung, die dieser Ort erfahren hat. Das Bild ist für uns deshalb auch wichtig, weil es 2 Leute gibt, dieser Diokletianspalast besonders wichtig ist. Das ist zum einen eben Aldo van Eyck. Für Aldo van Eyck war dieser Diokletianspalast sozusagen der Beleg dafür, dass das Leben stärker ist als die Architektur, mal verkürzt gesagt. Dieses Zitat von ihm, das bedeutet uns sehr viel. Das ist nicht auf Split gemünzt, aber es ist ein ganz wichtiger Aspekt in seinen Aussagen, sagt er immer wieder,
Besinnt euch darauf, dass Architektur immer durch die menschliche Wahrnehmung auch diskutiert werden muss. Also hört auf, von Raum und von Zeit zu sprechen, von so abstrakten physikalischen Kategorien, sondern sprecht ganz konkret, sprecht über Raum ist in der Wahrnehmung des Menschen Ort und Zeit ist in der Wahrnehmung des Menschen Ereignis und redet von Orten und Ereignissen. Und da ist natürlich dieser Ort hier, der ist sozusagen, der zeigt genau den Verlust der Abstraktion. Man sieht diese Architektur der Autorität, die allmählich angeeignet wird, sozusagen demokratisiert wird. Der andere, für den dieses Beispiel, dieses Gebäude so wichtig ist, das ist Aldo Rossi und er sieht genau das Gegenteil in dem Haus. Für Aldo Rossi ist der Diokletianspalast sozusagen der Beleg dafür, dass eben die Architektur stärker ist als alle Aneignung. Also für Aldo Rossi, das ist Aldo Rossi führt einen Gedanken aus, der uns sehr fasziniert, indem er sagt, die architektonische Form, die zeigt ihre Relevanz oder ihre Bedeutung erst, wenn die Funktion entfallen ist, für die man diese Form gebaut hat. Also sozusagen der Diokletianspalast, das Peristil zeigt seine architektonische Relevanz erst in dem Augenblick, wo es gar nicht mehr ein Palast ist, sondern wo es eben ein Teil von der Stadt wird. Oder ein großes Beispiel von ihm ist auch das Amphitheater in Lucca, das eben als Marktplatz erst die Relevanz seiner Form zeigt. Das ist ein ganz spannender, subversiver Gedanke. Kurz gefasst, man sieht in dem Bild das Große und das Kleine, das Harte und das Weiche, sozusagen das Körperwarme des täglichen Lebensvollzugs und die ganze Abstraktion von dieser Architektur der Macht. Wenn ich kurz mal zu schildern versuche, wer wir sind, was wir machen, was für Themen uns beschäftigen. Wir machen vor allem Wohnungsbau, wir bauen vor allem größere Häuser oder Siedlungen. Und der Wohnungsbau, der interessiert uns, weil darin eben genau das, was auch in Split ist, zusammenkommt. Das ist, wenn man einen Wohnungsgrundriss anschaut, dann ist ja sozusagen die Kartierung vom Lebensvollzug. Da kommen also, da kommen soziale, kulturelle Prägungen kommt da drin zum Ausdruck. Da gibt es ganz profane Sachen wie Ergonomie, Wohnhygiene, technische Effizienz. Es gibt sentimental, also emotionale Aspekte, die da drin vorkommen. Und die formen zusammen die Wohnung als ein Gefüge, das man sich vorstellen kann, dass es aus einem ganz konkreten Lebensvollzug heraus konzipiert worden ist. Und dann fügt man so eine Einheit mit anderen Einheiten zusammen, und daraus entsteht etwas, das diese Konkretheit verliert und etwas ganz Abstraktes wird. Es wird so ein kristallines oder molekulares Gefüge. Und diese Polarität, die finden wir unglaublich faszinierend an der Architektur. Dieses physikalische, abstrakte, diese mathematische Eleganz von regelhaften Mustern, Strukturen einerseits und dieses eben ganz lebensnahe Körperwarme vom Überlegen, wie ein Leben stattfindet in den Räumen, die wir planen. Das erklärt unsere Faszination für Architektur, aber für Wohnungsbau natürlich im Besonderen. Uns interessiert dieses komplementäre Ineinandergreifen von den Wohneinheiten. Uns interessiert auch der fraktale Charakter von Wohnungsbau. Wisst ihr, fraktal ist
ist, dass ein Phänomen einem durch verschiedene Maßstäbe hindurch immer wieder begegnet. Also so wie der, weiß nicht, wie das Romanesco-Gemüse, der kleine Ast von so einem Romanesco, der findet sich wieder in dem größeren, in der größeren Pflanze. Es ist eine Struktur, die immer wieder, wo man immer wieder dem gleichen, der gleichen Form oder der gleichen Struktur begegnet, quer durch die Maßstäbe. Wohnungsbau war der erste Punkt. Zweiter Punkt, etwas, was uns, glaube ich, charakterisiert, ist das Interesse an dem, schlüssigen Umgang mit Material, an der physischen Präsenz der Architektur. Wir arbeiten in einem Kontext, der nicht so einfach ist. Vor allem im Mietwohnungsbau arbeitet man mit kleinen Budgets. Wir halten aber die Materialkomponente für absolut entscheidend dafür, wie der Ausdruck der Häuser, also das Stoffliche macht den Ausdruck der Häuser aus. Wichtig ist bei uns, dass die Materialien aber immer aus dem Hintergrund agieren sollen. Also die Materialien sollen nie dominant werden, sie sollen auch nie als Strukturen, die den Rest unterwerfen, sondern sie sollen eigentlich immer Teil eines größeren Hintergrundbildes bleiben. Dann ist der Aspekt vom Städtebau ist einer, der bei uns über die letzten Jahre immer wichtiger geworden ist. Und das ist etwas, was uns beschäftigt. Wir haben mittlerweile den Eindruck, der Wohnungsbau ist sozusagen der Vorwand, um Städtebau betreiben zu dürfen. Der Wohnungsbau, der gibt uns die Masse, mit der wir die Stadträume formen können, und er beherbergt auch die Menschen, die diese Stadträume beleben sollen. Aber man könnte sagen, die Bearbeitungsdauer von Projekten, von Wettbewerbsprojekten heute, die hat sich total verschoben. Wir haben, ich glaube, am Anfang, ich würde sagen, 3/4 unserer Energie darauf verwendet, wohnungstypologische Innovation hervorzubringen in schwach determiniertem Städtebau und umgekehrt. Und heute ist es genau umgekehrt. Wir arbeiten 3/4 der Zeit am Städtebau. Und man könnte sagen, je kühner die städtebaulichen Thesen werden, desto konventioneller werden die Wohnungsgrundrisse bei uns. Also das sage ich ohne Scham. Ich glaube, wir haben einfach da eine Gewichtung verschoben. Ich kann mich gut erinnern, als ich kurz nach dem Studium habe ich mal ein Interview gehört, bei den ersten Wohnungsbauentwürfen, an denen ich so saß, da wurde ein Interview mit Michael Alder ausgestrahlt. Ich weiß nicht, ob der euch noch ein Begriff ist. Michael Alder, wichtiger Wohnbaumeister, wichtiger Lehrer in Muttenz am Technikum. Der war so die Autorität im Wohnungsbau in den 80er Jahren in der Schweiz. Und der wurde gefragt, Michael Alder, was macht eigentlich eine Wohnung gut? Was macht eine gute Wohnung aus? Und er sagte, überlegte kurz und sagte, der Ort, an dem sie ist. Das war die ganze Antwort. Und das hat mich damals ziemlich perplex und ein bisschen verärgert zurückgelassen, weil ich war da so emsig am Tüfteln über interessanten Grundrissen und dann kommt jemand und sagt, eigentlich muss einfach der Ort stimmen. Und ich glaube, vielleicht ist die Verschiebung vom Wohnungsbau zum Städtebau auch eine Altersfrage, weil ich lange gebraucht habe, um dieses schnoddrige Alterwort zu verstehen. Ich glaube, die politische Dimension von dieser Aussage, die muss man erst erkennen. Ich habe mir gedacht, einen Ort kann ich ja nicht aussuchen, wo ich das Haus, das wird mir ja vorgegeben. Aber Alder sagt, wenn der Ort gut ist, wo ihr Wohnungen planen sollt, dann ist das Konzipieren der guten Wohnung ist Handwerk. Nicht weniger, Handwerk ist viel, aber auch nicht mehr. Und wenn der Ort schlecht ist, dann verwende deine Energie darauf, den Ort gut zu machen und nicht die tolle Wohnung an einem Ort, der immer noch schwach bleibt. Und ich glaube, dem versuchen wir nachzuleben. Und das prägt dieses Interesse am Städtebau. Es kommt noch was anderes dazu. Wir akquirieren alle unsere Aufträge über Wettbewerbe. Das ist ein steiniger Weg, aber da ist eine Freiheit da drin, die uns sehr wichtig ist und die betrifft vor allem den Städtebau. Wenn man ein Projekt, wenn man gewinnt bei einem Wettbewerb,
dann sind die großen Züge von dem Entwurf, die sind gesichert. Die sind durch das Verdikt der Jury sind die abgesichert. Und die muss ich nicht mehr mit dem Bauherrn verhandeln. Und ich glaube, der Städtebau ist eine Kategorie, ein Aspekt von einem Entwurf, den ich nicht mit der Bauherrschaft verhandeln möchte. Und das ist was ganz Entscheidendes. Darum kann man sagen, also das ist das Privileg von dem Projekt, das man über Wettbewerbe generiert hat. Wettbewerbsprogramme sind Bestellungen. Da hat jemand einfach eine große Liste gemacht. Ich hätte gern da ab der 2,5-Zimmer-Wohnung nur Dusche, ab 3,5-Zimmer-Wohnung mit Badewanne und ab 4,5-Zimmer-Wohnung beides und so weiter. Das wird einem dann, das kriegt man zugestellt, fängt an zu arbeiten. Und wenn man jetzt denkt, das Programm ist die Frage und ich suche die Antwort darauf, dann hat man, glaube ich, dann greift das zu kurz. Und ich glaube vielmehr entwerfen ist nicht die Suche nach der richtigen Antwort, sondern die Suche nach der richtigen Frage. Und das ist ein total interessanter Prozess. Was passiert, wenn man kriegt ein Programm, fängt an, versucht, macht so erste Gehversuche, wie man das beantworten könnte, wie man das lösen könnte, was da bestellt ist, wie man dem entsprechen könnte. Und merkt im Entwurfsprozess, beim Entwerfen, bei der Suche nach der Antwort, verändert sich die Frage. Das ist sowas Tolles. Das ist, glaube ich, bei aller wissenschaftlichen Arbeit auch so. Es ist nicht so, dass die Fragen in Stein gemeißelt sind, sondern die verändern sich. Und am Ende des Entwurfs hat man die richtige Frage gefunden. Das ist ein bisschen paradox. Idealerweise hat man auch die richtige Antwort gefunden. Und wie man da hinkommt, da gibt es einen Tipp, den Astrid Staufer mir mal gegeben hat und den wir beherzigen, den ich unglaublich gut finde. Sie sagt, schreibt den Erläuterungstext für euren Entwurf, schreibt ihn nicht am Schluss, sondern schreibt ihn in der Hälfte vom Entwurfsprozess. Wenn man den Erläuterungsbericht am Schluss schreibt, dann ist er ein Rapport. Dann schreibst du, was du erreicht hast. Stellst das noch in gutes Licht. Wenn du ihn aber in der Mitte schreibst, dann ist es ein Instrument. Dann beschreibt man nämlich das zu Erreichende. Und dann wird das Verschriftlichen von entwerferischen Inhalten wird dann zu einem Instrument, das einem hilft, den Entwurf zuzuspitzen, zu schärfen. Wenn ich sage, am Ende ist der Entwurf, hat man die richtige Frage gefunden. Grammatikalisch ist das nicht eine Frage, die dann am Schluss ist. Man hat aber vielleicht einfach, man hat sich dem Kern des Problems genähert. Und bei uns nimmt dann dieser Kern so, das sind dann so skizzenartige, das sind ein paar Worte, mit denen man was zu beschreiben versucht, wo man denkt, das ist, glaube ich, darum geht es in diesem Entwurf. Ich habe das hier auch mal versucht, das sind ganz kümmerliche, kurze sozusagen Titel oder so, die wir geben und wir hangeln uns diesen Titeln entlang im Entwickeln von einem Entwurf. Soweit meine Einführung, meine Ausführungen, die ich den Projekten voranstelle. Ich versuche jetzt da auf diesem Narrativ, die Form, dass man den Entwürfen einen Titel gibt, die ist interessant, weil ein Titel ist einfach der Anfang von einer Erzählung. Und eine Erzählung ist eine viel bessere Form, um einen Entwurf zu beschreiben und zu entwickeln, als das, was man Konzept nennt. Ein Konzept ist so etwas Hermetisches, das ist eigentlich was ziemlich Geschlossenes, das verträgt den Schnörkel nicht und auch den Umweg nicht und es sucht immer die maximale Kürze. Eine Erzählung, die verträgt eben auch, dass es mal noch einen Nebenschauplatz gibt und eine Nebenhandlung gibt und das ist für unser Verständnis von Entwerfen ein wichtiger Aspekt. Die Stadt auf dem Dorf ist dieses Projekt beschrieben.
Das Bild, das ihr da seht, oder die beiden Bilder, die ihr da seht, das sind Bilder von faschistischen Stadtgründungen in den Pontinischen Sümpfen südlich von Rom. Die Pontinischen Sümpfe sind seit Urzeiten Faustversuch, die trocken zu legen. Mussolini ist es schließlich gelungen. Man hat diese Sümpfe urbar gemacht und hat da Städte gegründet, die eigentlich Karikaturen sind von Städten. Sie sind sozusagen Kondensationskerne von Städten, so wie der Kondensationskern, wo sich dann die Wolke drum bildet. Man hat die Minimalform von Stadt gebaut. Da ist eine Kirche drin, da ist ein Rathaus drin, da ist die Casa del Fascio, die Parteizentrale drin, ein Kino muss immer dabei sein, ein Hotel ist dabei und dann Plätze, die diese Ankerpunkte miteinander in Beziehung setzen. Und drumherum ist Sumpf oder eben nicht mehr Sumpf und dann wächst allmählich die Stadt da drumherum. Wir haben das ist jetzt einfach so die ganz zugespitzte Form von einem Fall, eines der seltenen Mandate, wo es nicht um Verdichtungsprozesse geht, sondern um Stadterweiterung auf der grünen Wiese. Das ist der Ort, den ihr da seht, unsere erste Begegnung, das erste Foto, was wir damals gemacht haben. Ziemlich ratlos steht man da, sieht die Kantonsstraße vorne, man sieht die Eisenbahnlinie, man sieht noch weiter die Hochspannungsleitung, ein paar Häuser verstreut im Hintergrund und diese Wiese ist der Ort, an dem wir planen sollten. Sieht man auch, warum man da von grüner Wiese sprechen kann. Da oben ist Winterthur und da ist Seen. Und dann verlässt man Winterthur und kommt ins Tösstal. Und hier unten ist eine Außenwacht von Winterthur, die politisch zu Winterthur gehört, aber geografisch fühlt sie sich natürlich überhaupt nicht an wie Winterthur, sondern wirklich ganz weit draußen, Sennhof. Und wenn man das dann näher anguckt, dann sieht man, diese markante Schlaufe der Töss. Man sieht hier die Eisenbahnlinie, also alle die Verkehrsströme, dieser völlig begradigte Fluss, die Verkehrsströme von Bahn und Straße, die Hochspannungsleitung, alle sind einfach in diesem, Folgen der Fließrichtung des Tals. Man sieht hier einen winzigen Provinzbahnhof und man sieht hier das riesige Ensemble der Spinnerei Bühler. Das Tösstal gehört zur Wiege der Frühindustrialisierung in der Schweiz. Diese Spinnerei, die hat dann hier Arbeiterwohnhäuser errichtet. Das ist ungefähr so das Milieu, in dem wir uns hier bewegen. Es ist nicht uninteressant, das Milieu, weil es so eine Melange ist von agrarischer und proletarischem Milieu. Also da gibt es einen bäuerlichen Zug in diesem Sennhof und einen proletarischen Zug über diese Spinnerei. Ein idyllischer Landbahnhof. Dieser Landbahnhof ist eigentlich der Urbanisierungsmotor von Sennhof, denn die S-Bahn hat ab diesem Frühjahr direkte Verbindung von hier nach Zürich und so wie das immer ist, sobald die S-Bahn direkte Verbindung hat. Die S-Bahn urbanisiert die Agglomeration im rasenden Tempo. Die Bodenpreise gehen durch die Decke und dann werden solche Landreserven werden entwickelt. Hier rechts die Wiese, auf der wir dann planen. Hier sieht aus wie so ein Meteorit eingeschlagen aus einer anderen Welt in diesem Ackerland des Tösstals. Die Spinnerei Bühler, auch da spürt man, das ist natürlich überhaupt nicht agrarisch, das ist wirklich so ein sehr städtischer Block, der da liegen geblieben ist. Das Verfahren ist sehr langwierig. Wir haben unser 10-jähriges Jubiläum mit diesem Projekt. Das begann als Testplanung und man war aufgefordert, doch richtig mutig zu sein und sich da, gute Gedanken zu machen, wie man diesen Ort entwickeln könnte. In unserem ersten Ansatz haben wir gesagt, also eigentlich ist es ja ein Problem, dass diese Kantonsstraße durch das Dorf führt und das Erste, was man machen muss, ist, dass man all diese Infrastrukturträger bündelt und haben dann vorgeschlagen, dass man die Straße eigentlich hier verödet und hier drüben
entlang führt. Wir haben das sogar noch kalkuliert. Das kostet 16 Millionen, wenn man das macht. Das Land gehört der Stadt Winterthur und es ist Agrarland. Also es wäre überhaupt kein Problem gewesen. Und mit einem Schlag wäre das hier Wohnen in den Tössauen gewesen. Also nicht mehr Wohnen zwischen Kantonsstraße und Bahn. Das hat die überhaupt nicht interessiert. Also es ist so wie in dem Franz-Hohler-Lied, Dörf Czoluzzi, aber Lieslik. Also sind dann brav geworden. Das ist dann die zweite Variante. 5 Gebäude mit ausgetüftelten Grundrissen in einem so kontinuierlich durchfließenden Freiraum, der nicht besondere so Hierarchien und Priorisierungen hatte. mit diesem Entwurf haben wir dann gewonnen. Hier sieht man den Entwurf, hier sieht man, wie da diese Wohnungen so schräg gelegt sind, damit man gefälligst aneinander vorbeikommt. Das war alles sehr raffiniert. Und dann hat das Projekt eine Pause gemacht. Und wenn ich vorhin sagte, einleitend, dass dieser Shift vom Fokus auf Wohnungsbau hin zum Fokus auf Städtebau, man kann ihn eigentlich an diesem Projekt besonders gut nachvollziehen. Es gab eine mehrjährige Denkpause und dann haben wir wieder angefangen. Wir durften uns nicht allzu sehr von dem hier verabschieden. Wir mussten diese 5 Baukörper behalten, aber wir haben gesagt, es sind nicht mehr die Wohnungen, die die Form der Häuser generieren, sondern es sind die öffentlichen Räume, die die Form der Häuser generieren. Das ist sozusagen so wie Sabaudia oder Aprilia. Es gibt mal diese Plätze und diese Plätze, die müssen stimmen. Das sind die Ankerpunkte für die zukünftige Erweiterung von Sennhof. Und die Häuser, die müssen sich halt einfach, die müssen ein- und ausatmen, damit diese Platzfolge stimmt. Das ist hier oben der Bahnhofplatz, da oben wieder der Bahnhof. Dann gibt es diese Verengung, einen Gassenraum. Hier gibt es einen großen Siedlungsplatz, eine neue Verengung und dann gibt es hier nochmal einen Platz, der eigentlich dann die Kurve vorwegnimmt und in die Weite des Tösstals den Blick öffnet. So sieht das aus. Inzwischen ist es etwas weiter gebaut. Ich habe ein paar Bilder von einem Fotografen und ein paar eigene, die sehen zum Teil ganz anders aus in der Farbigkeit, das möge man mir nachsehen. So sieht das aus, wenn man jetzt aus dem Bahnhof kommt. Der Städtebau, den wir hier machen, der Ausdruck, den wir hier suchen, das ist ein ganz entschlossenes Auftreten. Diese Häuser, die kommen, um zu bleiben. Das ist das, was wir hier sagen. Es ist, wir suchen auch ein gewisses Maß an Monumentalität. Wir wollen wirklich, hier muss man den Ort erst erfinden. Das ist nicht so, wie wenn man in einem dichten städtischen Kontext sozusagen am Ort noch etwas justieren muss, sondern dieser Ort hier, den muss man erfinden. Und das, was wir uns vornehmen, das ist, dass es eine Siedlungsinnenseite gibt, die ganz porös ist, die sehr festlich ist, mit dieser Monumentalordnung aus diesen Stützen, die so gestufte Profile haben. Und dann gibt es so ein konkaves Spiel von Balkonräumen. So tritt man da ein und hat hier den Platz, die Bäume fehlen noch. Das, was die urbanen Vorbilder von diesem Ort hier unterscheidet, das ist, dass wir hier einen Gartenbereich haben, einen privaten Bereich, der leider nicht in der nötigen Härte abgegrenzt worden ist. Das hat verschiedene Gründe, der aber dafür sorgt, dass das bisschen an Leben, was in so einer Wohnsiedlung sichtbar wird, all das, das wollen wir alles auf die Innenseite dieser Siedlung konzentrieren. Also es ist, für mich gibt es nichts Schrecklicheres als diese verstrahlten Siedlungen, in denen man so an Werktagsvormittagen durchgeht und es ist grabesstill da drin und man sieht auch gar nicht, wie angeeignet wird. Und das ist sozusagen ein Setzkasten, in dem die Leute sich breit machen und dazu gehört auch die Schublade von diesem Garten, auf dem man sich, in dem man sich ausbreiten kann. Ich sprach von der Monumentalität, die wir suchen. Es geht hier nicht um irgendeine einschüchternde Monumentalität, sondern um so eine Festlichkeit, um so eine heitere Monumentalität. Und die ländlichen Stierkampf oder die ländlichen
Die Plätze im ländlichen Spanien, die man herrichtet für Stierkämpfe, die faszinieren uns schon ganz lange. Das sind häufig Plätze, die irgendwelche zufälligen Geometrien haben, da stoßen Häuserrückseiten dran und dann richtet man sie ein für einen extrem öffentlichen Auftritt. Und dafür baut man dann aus wackeligen und minderwertigen Materialien, baut man dann so große Gerüste davor und aus der Rückseite wird eine Vorderseite und das Ganze wird auf eine wunderbar heitere Art, eben kriegt das so einen großen Atem. So hatten wir uns das auch vorgestellt. Das ist jetzt so ein Blick kurz nach Vollendung. Die sind noch nicht eingezogen, aber man spürt eigentlich, was dieser halbrunde Balkonraum, was der für einen Sog eigentlich ausübt. Man sieht auch, wie farbig das Ganze ist. Das Ganze ist also. Wir haben diese Festlichkeit und dieses richtig kräftig Schminken für den festlichen Ausgang, das haben wir gesucht an diesem Ort. Das ist ein Projekt, das nicht über Materialfarbigkeit arbeitet, sondern über die Farbe, die appliziert ist. Das nochmal der Bahnhofsplatz, hier sieht man rechts nochmal die. Ich führe jetzt nur ganz kurz dadurch, nochmal der Platz von oben. Man sieht eben auch immer, wie diese Loggia, was die für einen wichtigen Vordergrund hat. Die rahmt eigentlich jeden Blick. Dann geht es da nach hinten, das ist, wenn man jetzt da steht und so runter blickt. Und das ist, wenn man hier hinten steht und dann wieder nach oben guckt. Das Ganze ist noch nicht ganz fertig. Man sieht dieses Gefüge von engen und weiten Räumen. Zum Ausdruck der Häuser noch diese beiden Hinweise. Das linke Bild ist eben jetzt, das ist das letzte Arbeiterkosthaus, das in Sennhof steht. Das ist eigentlich ein ganz zauberhaftes Haus von Rittmeister Vorarchitekten, was ganz ärmlich ist. Da haben die ledigen Arbeiter drin gewohnt. Für die anderen gab es Reihenhäuser. Ich finde, es zeigt sehr anschaulich diese Mischung aus agrarischem und proletarischem Einfluss. Agrarischer und proletarischer Einfluss auch im rechten Bild. Die Architekturen, die im Italien der frühen Nachkriegszeit entstanden sind, die haben wir auch in diesem Kontext angeguckt. In der Nachkriegszeit ist in Italien auch Wirtschaftswunderzeit. Die Landbevölkerung strömt in die Städte, wo die Fabriken gebaut werden. Man muss in rasendem Tempo Wohnungen bauen und beauftragt ganz tolle Architekten, Albini, Gardella, Libera, Ridolfi, Franke, und die bauen dann Häuser, in denen den Leuten vom Land wohl sein soll. Man baut eigentlich dörfliche Milieus an den Rändern der Stadt. Das ist eigentlich ein sehr schönes Projekt, das eben auch diese Mischung hat aus kleines Reihenhaus mit vielen Vor- und Rückspringen und gleichzeitig aber schon so einen seniorilen Auftritt mit dem großen Dachüberstand und mit diesen Stützen. Also da wird schon ein urbaner Ausdruck angestrebt. Das ist jetzt unser Beispiel. Hier noch ein kurzer Blick. Ich rede heute kaum über Grundrisse. Hier ein kurzer Blick auf die Wohnung. Ich sagte, die Wohnungen sind konventionell. Es geht, das sind gekammerte Grundrisse mit einem sehr großzügigen mittleren, mit einer Diele in der Mitte. Und dann gibt es da eine Küche und einen Wohnraum. Es gibt zwei Außenräume, einen etwas verschwiegenen auf die Außenseite und einen etwas kommunikativeren auf die Innenseite. Und dann gibt es eine Schar von Schlafzimmern, und das hier ist ein etwas frivoler Kompromiss. Die Bauerschaft wollte unbedingt nur ein Bad haben und wir haben gesagt, hey, das geht nicht bei vier Zimmern, und so hat man sich dann auf anderthalb Bädern geeinigt. Das ist nur so ein Blick von innen, das ist jetzt keine von diesen Wohnungen, sondern so eine Eckwohnung, wo man eigentlich sieht, was diese Wölbung eben auch noch macht. Sie ist eben auch auf der Innenseite auf eine sehr interessante Weise wirksam, weil sie die Räume so gliedert und in Schwingung versetzt.
Es ist einfach auch immer total faszinierend, wenn man mit Einstein-Mauerwerk zu tun hat und sich auf die Körperhaftigkeit von diesem Material einlässt. Das sind einfach wirklich Körper, das sind eben nicht Wände, sondern Körper. Da geht es aus den Mauern. Die darf man leider nicht so lackieren, sondern man muss sie dann noch verputzen. Am liebsten würde man sie so stehen lassen. Das ist noch ein kurzer Blick auf die Außenseite, wo man jetzt, das ist die glatte Seite. Das ganze Projekt ist praktisch, also die ganze die Fassadenkonstruktion ist fast ohne Silikon gebaut worden. Wir haben uns da auf alte Techniken zurückbesonnen. Das betrifft unter anderem auch die Klappläden, die wir aber auch gemacht haben, weil dieses Haus viel zu kleine Fenster hätte. Das ist ein Minergie-P-Haus und man muss den Fensteranteil viel größer erscheinen lassen, als er tatsächlich ist. Und da helfen einem die Läden. Das zweite Projekt, was ich zeigen möchte, liegt in Basel und man könnte es sozusagen als völlige Umkehrung der Versuchsanordnung von Winterthur beschreiben. Das Dorf in der Stadt. Ich habe mal versucht, so ein bisschen so ein Ideenbild dazu noch zu liefern. Das sind zwei Fotos von Eugène Adjé. Es gibt aus der Frühzeit der Fotografie, es gibt noch frühere Bilder von einem Charles Malville. Und die beiden, Malville und Adjé, die haben was ganz Tolles gemacht. Die haben das verschwindende Paris fotografiert. Also es ist ja immer wieder frappierend, wenn eine neue Technik eingeführt wird, was macht man damit? Als die Fotografie eingeführt worden ist, man hat nicht die Zukunft fotografiert, sondern das Vergehende fotografiert. Und Adjé und Malville fotografieren das dörfliche Paris, was hinter den hausmannschen Fassaden ist. Und das passiert einem ja heute noch manchmal. Man geht in Paris irgendwie durch eine kleine Passage und steht in einem Dorf oder im Mittelalter. Man macht das ist ja auch ein Zeitschritt, den man da macht. Das sind einfach zwei Impressionen von Hinterhöfen, dörflichen Milieus mitten in Paris. Wir haben es in Basel auch mit so einem dörflichen Milieu zu tun. Hier sieht man den Rhein, hier ist die Altstadt von Basel, hier die Universität, das Universitätsspital, das Kinderspital, der innere Ring, der zur Johanniterbrücke führt. Und hier die Straßen, die gründerzeitlichen Straßen, die aus der Stadt hinausführen. Das ist die St. Johann-Vorstadt, glaube ich. Oder Spalen-Vorstadt. Hier ist der Ort von unserer Intervention, offener Wettbewerb. Es ging darum, dass man einen Hinterhof bebaut und eine Baulücke, wo hier der Baum steht, die musste man neu bebauen. Das Programm ist, sind möglichst verschiedene Wohnungen. Man will die größtmögliche Durchmischung haben von Leuten, die ein bisschen mehr verdienen, Leuten, die weniger verdienen, Leute mit Kindern, Leute in der Nachfamilienphase, Kleinhaushalte, WGs, Familien und alles Mögliche. Wenn man die Straße, diesen gründerzeitlichen Straßenzug der Hebelstraße entlangläuft, dann sieht man diese formale, verbindliche Ordnung, den städtischen Städtebau ausmacht. Und dann stößt man in so einen Hof vor und in dem Hof begegnet man dem Dorf, mal zugespitzt gesagt. Man sieht Schuppen, man sieht Milieus, die gar nicht, man sieht Territorien, die nicht scharf voneinander abgetrennt sind. Hier kann man mal die Wäsche aufhängen, man kann aber auch sein Auto da hinstellen, man kann sich da, wenn es regnet, zieht man sich zurück, wenn es schön ist, dann wohnt man auch da draußen, hier wird gewohnt, gelagert, ausgestellt, es werden Autos da geparkt, Relikte von industrieller Tätigkeit sind noch übrig. Und dieses Milieu, das wollten wir gerne erhalten. Das ist natürlich romantisch, das geht nicht, man kann es auch nicht simulieren. Aber man kann versuchen, es zu identifizieren. Und ich glaube, diese Charakterisierung der Dörflichkeit, die hilft sehr, um das zu verstehen, was man da hat und was man zerstört. Ganz prägend auch dieser mächtige Schuppen, der da steht, so ein schwarz gebrannter, dunkler Schuppen, der so das Versprechen von Veränderbarkeit auch in sich trägt, was immer so Holzstrukturen besonders stark haben. Und auch das wollten wir übernehmen. Wie
Wie übersetzt man jetzt eben dieses Milieu, das, was man da, wie könnte man das wieder in veränderter Form neu entstehen lassen, das Milieu, das man da preisgegeben hat? Da gibt es eine ganz wichtige Referenz, die ich hier zeige, das sind die Terrassenbauten in Hamburg-Falkenried. Das sind hochspekulative Wohnungsbauten. Man sieht hier das Luftbild und man sieht hier so einen Zwischenraum, das ist dieser Raum hier. Was man nicht sieht, ist die Rückseite der Häuser. Ihr seht hier, das sind also eigentlich nur kleine Belüftungsschlitze. Diese Häuser haben eigentlich gar keine Rückseite, außer dass man eben da ein bisschen die schlechte Luft rauslässt. Also unglaublich dicht beansprucht. Und das, was so faszinierend ist an diesen Gassen in Hamburg-Falkenried, ist, dass es sozusagen die Umkehrung ist von einem normalen Straßenraum. Ein normaler Straßenraum hat die Bürgersteige an den Rändern, hat auch die Bäume an den Rändern und in der Mitte die Fahrgasse. Vielleicht werden noch Fahrzeuge geparkt oder so. Und hier ist genau das Umgekehrte. Hier steht in der Mitte der Baum. Es ist eine Straße, aber es ist eine Straße, wo eben auf ganz subtile Art verhandelt wird, die Territorien verhandelt werden. Hier sieht man einen Vorgarten, der zu diesen tiefer liegenden Erdgeschosswohnungen so ein bisschen Abstand vermittelt, dann kommt hier der Weg, dann kommt hier dieser chaussierte Streifen mit Abstellflächen für Fahrräder, man kann sich da und die Gartensitzplätze, die Leute eben hinten nicht haben, die setzen sie nach vorne. Diese Art von Milieu, die schwebte uns vor, das wollten wir auch erreichen. Und leider habe ich jetzt nur Bilder von so einem ganz frischen Zustand, wo man eben überhaupt nicht oder kaum sieht, wie Aneignung stattgefunden hat. Die ist also auf rasendem Wege erfolgt, so sehr, dass man jetzt gerade am Überlegen ist, wie man diesen Kies in der Mitte, wie man den ersetzt durch was Härteres, weil die Kinder da irgendwie riesige Löcher graben und Leute stolpern in der Dunkelheit. Und also Aneignung hat schon sozusagen, hat schon das tolerierte Maß schon überschritten. So sieht dieser Hof aus, eben ein U-förmiges Gebäude. Ich glaube, das, was ganz wichtig ist, ist in diesem Fall, man hat eine monumentale Form oder eine sehr kräftige Form und eine sehr zarte Konstruktion. Und das ist ein interessantes Spannungsfeld, was sich da auftut, wenn man mit ganz zarten, wenn man mit Papier, wie wenn man mit Papier irgendwie eine riesige Burg bauen würde. Wenn ich vorhin bei Winterthur sagte, eben diese Häuser, die verkörpern, ich bin gekommen, um zu bleiben, und die machen so einen ganz expliziten Städtebau, das braucht es hier nicht. Es gibt in der Psychologie zwei Strategien, wie der Therapeut und der Patient, wie die miteinander umgehen. Es gibt zwei Modi. Der eine Modus, der heißt Leading und der andere heißt Pacing. Und Leading heißt, der Therapeut stellt die Frage und der Patient gibt die Antwort. Der Therapeut geht voraus. Pacing heißt sozusagen in Gleichschritt verfallen. Und das heißt, der Therapeut fängt an, irgendwie so ein bisschen die Ticks zu wiederholen, die der Patient ihm gegenüber manifestiert. Das ist so, wie wenn man im vertrauten Gespräch zusammen spaziert und dann fällt man zusammen in Gleichschritt. Und das ist eigentlich ein Modus, der eben in der Psychotherapie besonders erfolgreich ist. Und den kann man auch auf die Architektur anwenden. Und ich glaube, der Basler Fall ist sozusagen ein Fall von Pacing. Das ist, man nimmt die Schuppen und man nimmt dieses schwach determinierte Milieu, dass man keine Territorien so scharf abgrenzt und versucht, das zu wiederholen. Das Holz, des Schuppens. Was ganz wichtig ist, das sind natürlich bei so dichter Belegung die Schwellen. Das sind jetzt, das ist ein Beispiel aus Kleinbasel, das uns sehr gefallen hat, mit so einem ganz leichten Absatz und einem Materialwechsel. Eine ganz ähnliche Strategie wird da in Berlin verfolgt, 100 Jahre früher, wo sozusagen nur das Kaliber der Pflasterung entscheidet oder markiert, welcher Bereich Verkehrsfläche ist, welche Aufenthaltsfläche, welche privatisierbar, aneichenbar ist und welcher nicht.
Und dann ist rechts ein schönes Bild von Tessenow. Tessenow bleibt für uns eine ganz wichtige Referenz. Wenn man das jetzt mal sich genauer anguckt bei Tessenow, dann sieht man eben, mit wie wenigen und mit wie zarten Mitteln man die Territorien voneinander abgrenzen kann. Da wird hier eine Bank aufgestellt, es gibt einen Materialwechsel im Bodenbelag, zwei Stufen, es gibt eine Pergola damit wird eigentlich dann ein ganz einladender, aber trotzdem bestimmter Übergang geschaffen zwischen der privaten und der öffentlichen Sphäre. Das haben wir auch probiert. Hier sieht man jetzt diesen erhöhten Sockel, der gleichzeitig auch dazu dient, dass die Behindertengängigkeit sichergestellt ist. Man sieht auch hier die Bänke, wir sind da ganz wörtlich manchmal unterwegs. Was wir uns auch erlaubt haben, das ist so eine Novelitierung dieser Stützen im Erdgeschoss. Diese Stützen, die fangen oben viereckig an und hören unten 32-eckig auf und sind sozusagen, sie sind so, wie wenn man mit dem Hobel eigentlich immer die Kante abgefasst hätte. Und der Hobel setzt aber nicht auf der gleichen Höhe an, sondern immer ein bisschen woanders. Und so gibt es dann plötzlich so knotenartige, ganz organisch wirkende Kapitelle. Und darüber gibt es ein Fries von Jörg Stäuble, einem befreundeten Künstler. Das Ganze dient dazu, dass man dem Ort eben so eine gewisse, ganz bescheidene Festlichkeit gibt. Hier sieht man dann auch in die Konstruktion rein, in die ganze, das Haus erzählt ganz genau, wie es gefügt worden ist. Auch hier gibt es wieder Bänke, hier ist der Kindergarten. Der Hof ist keine Siedlungsangelegenheit, sondern das ist eine städtische Angelegenheit. Da hinten ist ein öffentlicher Ort, wo jeden Tag viele Kinder hinströmen. Und das ist uns wichtig gewesen, dass man diesen Ort, dass der Stadt gehört. Da nochmal kurz das Erdgeschoss, hier die Kindergärten. So sieht das, so sitzt dieses Haus wie ein großes, wie eine Kiste sitzt das da im Terrain. Und im Inneren dieser Struktur, die so wunderbar regelhaft daherkommt, ist ein ganz buntes Sortiment von sehr verschiedenen Wohnungen. Man hat da Duplex-Wohnungen grün und Triplex-Wohnungen in blau, weil es hier ein Stockwerk tiefer ist, gibt es hier Triplex-Wohnungen, Kleinwohnungen an den Köpfen, WG-Wohnungen zu oberst oben. Also eine durchaus gesuchte, so ein Konglomerat, eine Gemengelage von ganz verschiedenen Wohnformen, die auf diesem Platz zusammenkommen. So fühlt sich das an, wenn man dann aus der Wohnung runterguckt auf den Platz. Was noch wichtig ist, ist, dass hier noch Linden kommen, die fehlen jetzt noch. Da gibt es noch einen Mittelgrund, der für diesen Hof natürlich wichtig ist. Und im Innern fühlt sich das dann eben, haben wir auch versucht, uns an diesem Schuppen zu orientieren. Der hat uns einfach fasziniert, weil da hat jeder sich einfach, wenn man den ein bisschen verändern musste für irgendwelche Nutzung, da hat man das getan. Und wir haben versucht, ob man eine ganz traditionelle Konstruktion in Holz, ob man das heute machen kann. Das heißt, das ist wirklich ein reiner Holzbau, der hat nur vier Treppentürme aus Beton für die Erdbebenlasten und ansonsten ist alles, sind das Bretter und Bohlen, und die aufeinander gesetzt sind und Schüttungen. Also wir haben Blut geschwitzt, aber es funktioniert. Es ist gemessen, dass das gehen sollte. Man sieht, was uns auch gefällt an diesen Decken, ist, dass man das Gefühl, man fühlt, dass man in einer viel größeren Struktur ist. Und die Wohnung ist sozusagen nur die Momentaufnahme in einer viel größeren Struktur. Jetzt habe ich zwei Beispiele, die habe ich einfach kurz was rausgezogen. Zwei Beispiele, an denen wir gerade sitzen. Früher, ich möchte gar nicht in die Tiefe gehen bei diesen Beispielen, sondern ich möchte sie vielleicht eher auch, dass man so die Methode ein bisschen versteht, wie wir arbeiten. Ich habe sie überschrieben mit der Zirkus kommt. Der Zirkus kommt ins Dorf. Der Zirkus kommt, dann kommen erstmal die Wagen und die Wagen, die stellen sich dann auf.
Man lässt die Wiese in der Mitte, die lässt man frei. Der Ort, der am geradesten ist, den lässt man frei, weil da kommt das Zelt hin und die Wagen stellen sich da drumherum auf, wo sie halt gerade Platz haben. Und dann stellt man das Zelt auf. Und das ist eigentlich so die Geschichte für eine kleine Wohnüberbauung, die wir im Moment in Horgen, am Rand von Horgen, planen. Das Wichtige daran ist, ich glaube, die Maingasse hat uns auf den Geschmack gebracht von dieser temporären Landnahme. Dieses Bild, also dass man im Winterthur ist eine permanente Landnahme, aber die Maingasse ist so eine etwas flüchtigere Angelegenheit. Das ist ein Kommen und dann auch wieder ein Gehen. Und das trifft hier in noch höherem Maße zu. Das hat damit zu tun, dass wir es mit einer philanthropischen Bauherrschaft zu tun haben, der dieses Wahnsinnsland gehört. Das ist unendlich viel wert. Ihr seht, da hinten ist Zürich. Man sieht über den ganzen Zürichsee rüber bis in die Glarner Alpen rauf. Und die möchten aber da oben was Gutes tun. Und sagen, wir machen eine Siedlung, die so nachhaltig wie möglich sein soll. Das heißt, sie soll sozial nachhaltig sein. Die Leute sollen das gemeinschaftliche Leben soll da zelebriert und gefördert werden. Sie soll wirtschaftlich nachhaltig sein. Es soll billig sein, da zu wohnen. Und sie soll ökologisch nachhaltig sein. Also sie soll wenig Grauenergie, kleinen Fußabdruck. Die Leute dürfen kein Auto haben. Es gibt also auch keine Tiefgarage. Es gibt also für einmal nicht den Eisberg, den man normalerweise baut, wenn man Wohnbauten macht, dass unten das Haus viel größer ist als oben, sondern man darf wirklich, uns schwebte das Bild vor von einem Campingplatz, oder wo man nach ein paar Tagen baut man das Zelt wieder ab und das Gras ist platt gedrückt und dann irgendwann stellt es sich wieder auf. Und das wäre doch ein schönes Bild, wie Architektur dann, wenn sie weiterzieht, wie sie eigentlich dann relativ spurlos wieder verschwindet. Hier sieht man die Wagen, die angekommen sind. Also das haben wir so haben wir uns das vorgestellt. Hier sieht man, wie das zusammensteht. Diese Häuser hier gibt es auch noch nicht und auch die hier anschließen, gibt es noch nicht. Das ist ein relativ großes Vorhaben, das aber über viele, viele Jahre erst langsam entstehen wird. All das Land gehört dieser Bauherrschaft. Sie möchten, und wir sind einfach die erste Etappe darin, es gibt einen Weg, der alles verbindet, der hier noch weitergeht. Und das ist eigentlich dann die Klammer, die diese Orte miteinander verbindet, die sonst wenig miteinander zu tun haben. Einfach so sechs Camping oder so sechs Häuser in der Wiese zu stellen, das sieht eigentlich sehr zwanglos aus. Wir sind seit 2011, glaube ich, sind wir, oder seit 2009, sind wir am Üben, wie diese Dinger stehen können. Das ist jetzt einfach nur eine Überlagerung aus den letzten paar Zuständen. Es ist schrecklich, es ist furchtbar. Da kommen ganz viele Sachen zusammen. Da kommen Baurecht zusammen, da kommen rekursfreudige Nachbarn dazu, da kommen gewisse Höhenbeschränkungen dazu, da kommen auch Änderungen im Programm dazu und am Ende ist es kommt einem vor, wie wenn der Trecker durch so eine matschige Wiese fährt mit diesen Wohnwagen und er findet den Platz nicht, wo er die Dinge abstellen kann. Und nur, das sind so Momentaufnahmen. Es ist das erste Projekt, das wir als Totalunternehmer bauen. Die Bauherrschaft hat Angst bekommen vor diesem Projekt, weil sie nicht sicher ist, ob das wirklich so geht, ob es nicht viel teurer wird. Und irgendwann haben wir gesagt, dann machen wir es als Totalunternehmer. Wir garantieren euch das. Und das machen wir auch nicht gerne, aber es ist ein interessanter Pilotversuch. Was man sieht, ist, dass die Häuser da, wo das Terrain schräg ist, da schieben sie sich langsam aus dem Boden raus und dann sieht man eben, dass der Keller da drunter, Keller gibt es leider immer noch, aber dass dieser Keller eben viel kleiner ist. Wir sind auch am Untersuchen von so agrarischen Bildern, ob vielleicht diese Campingwagen, man darf solche Metaphern nie wörtlich nehmen, sondern man muss sie immer wieder aufweichen oder fusionieren und jetzt sind wir so mehr am Schauen, ob das auch große ländliche Schuppen sein könnten mit diesen Toren, die dann eben auch die,
den Sichtschutz zwischen den Nachbarn gewährleisten würden. Der Zirkus kommt, da gibt es noch ein zweites Projekt, wo wir auch dran sind. Da ist aber nur das Zelt gekommen, die Wagen sind nicht gekommen. Da sieht man dieses Zelt jetzt. Es geht um einen Marktplatz in Flaville, im ländlichen, also in St. Gallen, nee, Land kann man nicht sagen, ist eine Stadt. So sieht Flaville aus, hier ist die Bahnlinie, hier ist die große Straße, so. Und hier ist nochmal eine große, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche wohin führt. Wichtig ist, vom Bahnhof gibt es diese Straße hier, an der die ist gesäumt von den Läden, die es in dieser Stadt noch gibt, die alle darben. Und hier sieht man vielleicht die großen Achsen und hier ist der Bauplatz. Es gibt eine bunte Mischung aus Protagonisten. Die Lokalpolitik möchte das. Das sind einerseits die Leute, die hier am Bahnhof ihre Läden haben. Für die ist es sozusagen der letzte Versuch, das letzte Aufbäumen des Retailhandels, dass man gute Parkplätze hinkriegt. Darum braucht es hier ein großes Parkhaus vor der Konkurrenz des Onlinehandels. Und dann gibt es andererseits, hier sieht man das Ganze nochmal in einem Bild aus den 60er Jahren, Flaville ist noch nicht so groß damals, aber man sieht eigentlich diese große Wiese. Hier ist das Feuerwehrdepot, das heute von der alternativen Theaterszene benutzt wird, und die wollten einen Kulturraum haben. Und so haben sich dann so parteienübergreifend hat sich da eine Interessensbildung ergeben. Das, was wichtig ist, das sind so Plätze, da hat man irgendwie, früher hat man die Soldaten versammelt, Herrengarten heißen die häufig in der Ostschweiz, dann hat man da vielleicht Viehmarkt gehabt, vielleicht der Zirkus ist da natürlich tatsächlich, hat auf diesen Plätzen gastiert, aber was man sieht, ist, das ist ein Platz ohne Ränder. Ja, es gibt gar keine Fassung dafür. Das sind jetzt eigentlich nur vier relativ beliebige Bilder von diesen Rändern. Da wird man schon etwas ratlos, wenn man das hier als den Platzrand anguckt. Das kann man kaum lesen. Also da gibt es ganz große Häuser und sehr kleine. Da gibt es wirklich so Brachflächen hier drin, natürlich viel Parkplatz. Hier hat sich ein großer Migros breit gemacht und hier stoßen ganz kleine Häuser aus einer früheren Zeit an. Das heißt, man möchte hier Platz machen, aber man hat keinen Rand. Man muss einen Platz sich ausdenken, der sozusagen nur aus Mitte besteht. Man muss die Mitte besetzen. Da gibt es nicht so viele Referenzen dafür, wenn man sich das mal überlegt. Das ist eine Referenz, die gut funktioniert, das sind die Kurparks. In den Kurparks hat man ja auch viel Öffentlichkeit, aber man hat keinen Rand. Das ist ein Park und in diesem Park drin gibt es dann so Gefüge von Ladenpassagen oder so, die da auf Gäste warten. Oder links, das sind die sogenannten Dorfanger, die in Ost-Nord- und Nordosteuropa sehr häufig sind. Da haben sich die Bauern haben in der Mitte einen linsenförmigen Platz offen gelassen, in dem dann das bisschen an öffentlichen Bauten, die Kirche zumal, auch der Friedhof, die sind da in der Mitte drin. Und das sind so Metaphern, Bilder gewesen, mit denen wir da gestartet sind. Und das Ergebnis sieht dann eben so aus, hier sieht man das Haus im Gipsmodell, hier sieht man es als Grundriss. Da ist einerseits dieser Theatersaal mit einer Bar, mit den nötigen Nebenräumen dazu. Und dann ist hier vor allem offenes Dach, freies Dach, freie überdachte Fläche. Und hier ist der Schlund für die Tiefgarageneinfahrt, die eben nicht neben dem Haus irgendwie den Platz untergräbt, sondern da drin eingebunden ist. Das sind jetzt noch die Perspektiven aus dem Wettbewerb. Mittlerweile hat sich das dann etwas entwickelt. Da sieht man jetzt einfach mal den Tag. Man sieht hier diese Rückseiten. Also wir bleiben ratlos, wie dieses Gegenüber funktionieren wird. Aber man muss halt dann eben ganz starke zentripetale Angebote machen, wenn die Ränder nicht wirksam sind. Und so sieht das nachts aus. Da hinten die Tiefgarageneinfahrt, hier der Kulturraum und hier die Verbindungsstraße, die man abends für Anlässe schließen kann.
Das geht jetzt, also da sind wir jetzt am Projektieren, an diesem Projekt. Jetzt muss ich mal schnell gucken. Ich hätte noch zwei Projekte, ich weiß nicht, ist okay, ihr wehrt euch. Also, das ist ein Projekt am Hauptbahnhof in Zürich. Ich habe es überschrieben, die Entdeckung der Gleisufer. Das ist ein Projekt, das gegenüber von der Europaallee liegt, ihr seht es gleich genauer, mit dem Rücken zum Zürcher, zum Industriequartier, zum Kreis 5, gründerzeitliche Bebauung, die man fortsetzt und mit dem Gesicht auf dieses Gleisfeld. Wie begegnet man diesem Gleisfeld? Wie macht man das? Waren wir da sehr ratlos. Macht man einfach weiter mit dem Kreis 5, bis die Gleise sagen, hey, hier ist jetzt aber wirklich fertig? Oder wie begegnet man dem? Und da ist mir dieses Beispiel, das du, Johannes, sicher auch noch kennst, aus der Vorlesung von André Corbeau, Städtebautheoretiker, das fand ich ein spannendes Beispiel. Corbeau ist ein Genfer Städtebauer, der an der ETH unterrichtete, und der erzählte uns aus der Frühzeit des Tourismus, was passiert, als in Genf wie das mittelalterliche Genf mit einem Mal innerhalb von wenigen Jahren sein Gesicht verändert. Und zwar passiert das so, das ist 1816, 1829 bildet sich ein Konsortium von reichen Genfern, die sagen, hey, eigentlich müsste man das entwickeln, man müsste eine Corniche machen, man müsste hier einen städtischen Auftritt finden, hochspekulativ das Ganze. Und innerhalb von wenigen Jahren kauft man das alles zusammen, das Land, und baut den Quai de Berg und mit dem Hotel de Berg. 1833 ist das fertig. Da liegen also zwischen diesem Zustand und dem liegen 5 Jahre. Und in diesen 5 Jahren, das, was man sieht daran, ist eigentlich die Veränderung der Landschaftswahrnehmung, die Veränderung des Blicks. Also das mittelalterliche Genf wendet dem See den Rücken. Man schmeißt seine Abfälle da rein, der See ist die Transportgelegenheit, aber ansonsten ist es natürlich eine Naturgefahr. Und dann plötzlich verändert sich das innerhalb von wenigen Jahren, der touristische Blick wird geboren, wird entwickelt. Und man sieht, hey, es ist ja eigentlich toll, die Landschaft, vorher hat man doch gar nicht gesagt, das ist schön, diese Landschaft, die war einfach da. Plötzlich gibt es diese Kontemplation der Landschaft. Und die findet ihren ökonomischen Ausdruck in diesem Umflügen von Genf. Und genau das schlagen wir hier auch vor. Wir haben, also, hier sieht man den Hauptbahnhof, hier ist das Kreis 5, der Europaallee ist leider alles ein bisschen nicht mehr ganz taufrisch, das Bild. Und an diesem Ort hier, werden ein paar Gleise zurückgebaut und so, da entstehen 3 Häuser von uns. Und wir sagen uns eigentlich, wir widmen sozusagen dieses Gleisfeld, das eine Rückseite ist. Wenn man heute in Städte einfährt, sind Gleisfelder Rückseiten, oder? Man sieht in diese eingeschnittenen Hinterhöfe hinein, wenn man so nach Berlin reinfährt, kann man stundenlang diesen Hinterhöfen entlang, in diese Hinterhöfe gucken, und wir sagen, nee, man muss es genau umdrehen. Das ist die größte unüberbaubare Fläche von Zürich neben dem See. Und das ist ein riesiges Privileg. Man hat Südwestorientierung da und blickt unendlich in die Ferne. Man hat ein kleines Lärmproblem, aber ansonsten ist das eigentlich was ganz Tolles. Und das Interessante ist, wie das Marketing für diese Häuser, wie die das übernommen haben. Die waren so heiß darauf, dass man das jetzt, das heißt jetzt mittlerweile Gleisuferweg und so. Also die haben das gerne aufgenommen. Die Form dieser 3 Häuser, diese 3 Häuser sind von uns, das ist von Made In. Diese 3 Häuser sind von uns, und die Form dieser Häuser, die hat viele Gründe. Zum einen eben den Kopf, das Gesicht zu wenden zum Gleisfeld. Zum anderen hat sie mit der Bewegung zu tun des einfahrenden Zuges. Auch da gibt es übrigens eine Referenz, Johannes, zu dir mit dem Kollhoff-Semester, der Zug. Also wenn man nach Sevilla in den Bahnhof einfährt, dann macht das Dach, hat so eine ganz tolle Auffächerung, die eigentlich mit dem langsamer werdenden Zug korreliert. Also die Bewegung, die sich verändert, das Haus macht eine Bewegung, die mit der Bewegung des
Betrachters zusammenhängt. Und das haben wir auch versucht. Ich habe hier nur so eine Karte von Giacomo Balla. Die Futuristen, die haben ja immer so Bewegungsabläufe gemalt. Und wir haben versucht, eigentlich auch so Kerben einzuschneiden in diesem Baukörper, die diese Bewegung eigentlich dann rhythmisieren. Die Betrachtung des Hauses in der Bewegung, die die rhythmisieren. So sieht das dann im Baukörper aus. Das Ganze ist, also man kann diese amphibische Metapher vom Gleisufer, die kann man aber weitertreiben. Es sind Klippen am See, am Gleisufer. Und dieses Topografische, das hat uns extrem gefallen, dass man die Europaallee ist sehr glatt und die bleibt ganz ruhig gegenüber dem Gleisfeld. Und uns hat gefallen, dass man hier eigentlich so eine topografische Formation aufbaut gegenüber diesem Gleisfeld. Oder Mount Rushmore, das Projekt hieß Mount Rushmore, das war der Projektname. Das ist sozusagen, also wörtlich her kann man es gar nicht mehr machen, dass das Haus dem Gleisfeld sein Gesicht zuwendet. Die Form von diesem Baukörper, von diesen drei Baukörpern, die ist echt schwierig. Also die machen einfach wahnsinnig viel. Und man hat das Gefühl, das ist eben so wie so ein Ufer von einem Teich, der immer wieder so abgleitet. Und man muss den festhalten, man muss das stabilisieren. Und das machen diese Stützen, das sind super kräftige Stützen, die sind irgendwie so tief. Ursprünglich waren sie aus Vollbackstein, leider sind sie jetzt aus Fertigteilen mit Beton dahinter. Aber das Bild bleibt das gleiche, die Stützen, die stabilisieren dieses Haus und die brauchen diese physische Präsenz. Das sieht dann in den unterschiedlichen Ansichten so aus. Und worauf wir uns auch sehr freuen, das sind diese ganz dichten Vis-à-vis, die da entstehen zwischen den Häusern. Achtstöckige Häuser und dazwischen 7 Meter Abstand. Also es gibt dann so ganz kurze, hochdramatische Momente und dann ist man wieder draußen im Straßenraum oder auf dem Gleisfeld. Man wird diese Häuser nie aus der Entfernung sehen, außer vom Gleisfeld. Als Betrachter, der zu Fuß unterwegs ist, sieht man die Häuser immer nur von ganz nah. Und darum ist diese starke Plastizität besonders wichtig. Das ist von Smithsons dieses Ensemble aus 4 Gebäuden für den Economist in London, wo ganz ähnliche, so abgefasste Ecken auch vorgeschlagen werden, die dann eben auch korrelieren mit den Erkern. Also das sind Motive, die wir wo wir uns sehr haben von den Smithsons inspirieren lassen. So sieht es dann nochmal aus. Die Straßenseite ist viel konventioneller, ganz ruhig. Die muss einfach diese Straße fassen und stabilisieren. Jetzt kommt noch ein letztes Projekt, da zische ich durch. Die Säulen von Karnak heißt es. Man sieht nicht Karnak, sondern ein großes Blechgebäude am Rand. Oder nicht mal am Rand, in Basel. Da hinten ist der Novartis Campus. Also das ist mittlerweile eigentlich eine gute Lage, war lange eigentlich so ein Industrie- oder Güterbahnhof-Areal oder Gewerbeareal. Wir haben diesen Wettbewerb letztes Jahr gewonnen und sind jetzt da am Projektieren. Es ging darum, in dieses Weinlager Wohnungen einzubauen. Dieses Haus macht einem relativ schwer, es gern zu haben. Also so wie es heute daherkommt, es ist eben wahnsinnig hermetisch. Es ist einfach geschlossen. Es ist aus minderwertigen Materialien. Es türmt sich auf. Man sieht hier nur die gerade Vorderseite. Die Hinterseite ist verbeult mit ganz vielen Anbauten. Aber es gibt etwas an diesem Haus, das ganz toll ist. Das sind diese Stützen, die da drin sind. Das Haus ist eben ein Weinlager, das heißt, es ist für unendliche Lasten ausgelegt. Das ist, die Nutzlast ist irgendwie 10-mal die von einem Wohnhaus und alles. Und man fühlt das Gewicht, das dieses Haus zu tragen bereit war. Und wir haben uns gesagt, diese Stützen, die interessieren uns. Das ist eigentlich auch das einzige formal prägnante Element an diesem Haus, sonst ist da nichts. Und aus diesen Stützen, wir haben gesagt, diese Stützen, die feiern wir ab. Wir machen wirklich, wir machen alles, damit diese Stützen ein Ereignis werden.
Das ist jetzt rechts ein Blick in die, ins Erdgeschoss. Ich komme da gleich noch drauf. Aber erstmal muss man mit diesem Haus ziemlich grob umgehen. Das ist das Gute. Es ist nichts Denkmalgeschütztes. Man nimmt das einfach wie so ein Lastesel oder so. Das ist einfach ein Träger, so ein großes so ein Ponton. All das Gelbe, ganz viel muss man abreißen, weil es auch nicht mehr das Oberteil ist alles in Stahl, das kann man gar nicht mehr anwenden. Das kann man nicht für Wohnungsbau verwenden. Und dann kommt etwas, dann kommen zwei lange Schnitte der Längsseite entlang. Das Haus ist sehr tief. Und das war eigentlich sozusagen das kühne Moment von unserem Ansatz, dass wir gesagt haben, anstatt dass man da draußen sind natürlich lauter Stützen und anstatt dass man jetzt diese irre hohen Brüstungen so langsam um die Stützen herum ausschneidet, schneiden wir einfach vom ganzen Haus nochmal Meter, anderthalb weg. Und dann muss man ganz schnell hier Stützen reinstellen, damit das nicht zusammenklappt. Das Haus ist dann total weich danach. Darum stellt man hier so zwei Buchstützen an die Ränder des Hauses. Wir haben es in Basel mit krassen Erdbebenlasten zu tun. So wird das Haus wieder stabilisiert. Es wird aus der Peripherie und nicht aus dem Zentrum stabilisiert. Und dann packt man da wieder oben Wohngeschosse drauf und setzt eine Fassade davor. Und dann sieht der Grundriss so aus. Ich gehe gar nicht groß drauf ein. Ich glaube, das, was wichtig ist, ist, dass die Spielregel war, keine Stütze wird irgendwie angetastet oder keine Mauer geht in die Stütze, sondern alle Wände müssen so gesetzt werden, dass die Stützen immer frei stehen. Und das Faszinierende war, mit welcher Einfachheit sich dann irgendwie dieser Grundriss organisieren ließ. Es gibt eine kollektive Längsrichtung hier. Da erlebt man für einmal die Stützen in ihrer ganzen Tiefenausdehnung. Das war das Bild, was ich eingangs zeigte. Und dann gibt es eine private Querrichtung, da sieht man auch diese beiden, da lebt man dann mit den Stützen. Wir haben das mal übertitelt, Leben mit den Pilzen. Und dann, das war aber irgendwie, das war Wohnen mit Pilzen oder so hieß das. Und das, was uns daran interessiert hat, ist so ein Phänomen, das man aus den ägyptischen Tempeln kennt. Die ägyptischen Tempel, die haben ja so Säulenwälder, die aber gar nicht dazu dienen, dass die sind nicht möglichst schlank, damit man dann so einen großen zusammenhängenden Raum erlebt, sondern man bewegt sich in einem Wald. Das sind lauter massive Körper, die ganz dicht zusammenstehen. Man sieht kaum durch. Und so stellen wir uns das Leben mit diesen Stützen vor. Die sind wie Bewohner, die sind halt schon da. Und man sucht dann so ein Zusammenleben mit diesen Bewohnern. Es gibt ein riesiges Untergeschoss, wo wir bisher noch nicht wissen, was man damit macht. Vielleicht ein bisschen Garage, aber es ist viel zu groß. So sehen dann die Stützen in den Obergeschossen aus. Und so ist unser Bild. Das möchten wir gerne. So sollen die Wohnungen sein. Sie sind ganz schmal, sie sind nur 2,80 Meter breit, diese Wohnräume. Und was wichtig ist, ist, dass Licht in die Tiefe kommt, indem die flankierenden Individualzimmer, die haben so schräg gestellte Türen. Also die Aufforderung, es ist der Wink mit dem Zaunpfahl, Leute, lasst die Türen auf. Und dann ist es eben wirklich, dann ist auch viel Licht und Luft in der Tiefe dieses Gebäudes. Und dann gibt es hier noch eine zweite Stütze, die seht ihr hier hinten. Das sind diese Sprießen, die man da schnell reinstellen muss, wenn man durchgesägt hat. Und weil man ja nur 2,80 Meter Durchmesser hat, lassen wir die stehen. Man hat also eigentlich zwei total verschiedene, aber extrem charaktervolle Stützen, die da dieses Haus ausmachen. Das sind eigentlich diese Stützen, die sind wie die hier. Die werden ja nur so ganz grob geschält. Und diese Stützen, wir sind echt darauf gekommen, über dieses Bild von dem Kreuzgang von Bramante für das Kanonikerhaus von Sant'Ambrogio in Mailand. Bramante, Frührenaissance, der erlaubt sich diese rätselhafte Caprice. Hier hinten ist nochmal so eine. Man weiß nicht genau, was in den Gefahren ist. Also das kennt man vielleicht so von Giulio Romano oder Spätrenaissance, aber dass man in der Frührenaissance eine solche barocke Caprice veranstaltet,
Das ist was ganz Rätselhaftes und sie ist natürlich zauberhaft, weil sie sozusagen die ganze Leichtigkeit und die, auch dieses eben das Temporäre auch nochmal betont. Und das ist eigentlich ein schönes Schlussbild. Danke.